Fange jetzt an. Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15. Mit am Start ist der Soulcruiser. Hey ho! Ja, und ihr seht es schon, wir sind auf einer ganz, ganz anderen Map. Und zwar ist das die neue, ja, Add-on-Map, kann man ja sagen. Diese Gold-Edition, die wir uns jetzt geholt haben als DLC, weil wir ja das Spiel schon hatten. Und ja, und ihr habt ja schon lange gefragt, ob ich mal Multiplayer etc. mit euch zusammen spiele. Aber dazu werden wir auf jeden Fall nochmal kommen, weil da haben wir einige News, die wir dann so, ja, vollbringen wollen, euch quasi zum Ende des Videos erklären, wie ihr mit uns zusammenspielen. Aber zum Ersten wollen wir einfach mal hier diese Map vorstellen. Soulcruiser, du hast ja schon mal ein bisschen durchgelesen, um was es hier sich handelt. Und ja, das werden wir jetzt einzeln mal so ein bisschen ablaufen, gucken uns das an, was hier der Hersteller uns hier an schönen neuen Fahrzeugen, sind ja 20 Stück, die neu jetzt im Spiel gekommen sind und wo wir jetzt uns gerade auch befinden. So, Soulcruiser, wo bist du denn? Ah, ja, da läuft ja, er, ja, 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 ja. Du kannst ja mal sagen, wie erstmal die Map hier heißt. Ja, die Map heißt Sosnovka und ist wohl in Russland. Und ja, ja, so sieht das hier auch aus. Ja, das ist nämlich jetzt eine neue Karte, die doch jetzt sehr in den osteuropäischen Raum, also die Stadt, ja, ich will es nicht nochmal aussprechen, sonst lacht ihr euch tot, ist eine Kleinstadt in Russland, ungefähr ja, 11.000, 12.000 Einwohner. Und die hat man so als kleines Vorbild genommen. Und man sieht auch hier bei den Silos, ja, dass es sehr, sehr alt und verrostet ist. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Bantico, aber halt noch ein bisschen anders. Und ja, hier, ihr seht schon, hier kann ich mir einen Dünger holen. Und hier, wie gewohnt, ein Saatgut. Das finde ich schön dargestellt. Guckt euch mal an, die ganzen Tüten hier. Herrlich. Finde ich richtig schön, auch die rostigen Silos. Und dass wir fernab der Zivilisation sind. Und hier können wir unser Korn lagern. Also finde ich schon richtig schön. Also muss ich ehrlich sagen, haben sie herrlich gemacht. Wo ist denn hier mein Zurückkurser? Ich schwebe ja, schon wieder. Ja, ich bin hinter dir. Ja, du bist schon wieder am Fliegen. Ne? Ja, hier abgehoben. Sogenannte Tankstelle. Und was ich schön finde, hier diese Silos oder, ja doch. Ja, Hangar sind das schon, ne? Hangars, richtige alte, ne? Fliegerhangar, ja. Hier können wir quasi ein bisschen, ja, was war das jetzt hier? Das sind doch hier Hackschnitzel. Ja, Hackschnitzel können wir lagern. Und das Schöne an denen hier ist, hier können wir Rüben und Kartoffeln und gleich mit einem Förderband. Ja. Das ist richtig herrlich. Also finde ich super. Sieht man auch schon, einer der ersten Fahrzeuge, die wir hier gleich als Startfahrzeug haben, war so ein richtig schönen Mähdröscher. Das ist, glaube ich, auch ein russischer gewesen. Ne? Das ist aber schon sehr modern. Gehen wir jetzt ins Cockpit. Aber schon richtig schön modern aus, muss ich ehrlich sagen. Das soll jetzt einfach nur so ein kleiner Rundumblick sein hier auf diese Karte. Wir gehen jetzt einfach mal da hinten hin. Das ist der sogenannte Kuhstall. Der sehr, ja, russenmäßig aus. Ne? Ich habe ja mal gehört, die Russen, um Fenster einzubauen, sollen rechts und links stehen zwei Soldaten und dann wird rundherum gebaut und da ist ein Fenster drin. Genau. Ja. Ja, ich bin erstmal gespannt, wie das ist. Hier eine Abpumpstation für Kühe. Richtig viel Platz auch, ne? Wenn man mal guckt hier, hier hat man ordentlich. Ja, hier kann man ordentlich mit den, mit den Treckern hier reinfahren. So, hier werden wir nicht ganz so lange hier rumschweben. Auch hier hat man schön gestaltet, kann man seinen Silo oder sein Zeug hier hinschmeißen. Ihr wisst ja, Maximus ist ja nicht so ein Bauer. Und kleine Mini-Aufgaben. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Kleine Mini-Aufgaben. Aber so cool, wir werden jetzt einfach mal in den Trecker gehen, weil das sind hier die gewohnten Startfahrzeuge, die wir hier haben. Einmal den Mähdrescher. Dann hier sieht aus wie so ein ZT-303, ne? So ähnlich. So, ja, Trecker hier. Wir gehen einfach mal rein. Dann haben wir hier hinten noch so ein Grubber. Ich habe hier hinten auch noch einen Trecker. Ja, den kannst du nehmen. Und dann auf jeden Fall einen kleinen Anhänger und eine Saatmaschine. Und da werden wir auch erstmal so, ja, loslegen im Multiplayer. Wir fahren jetzt einfach mal in die kleine Stadt dort oben hin. Und, aber eins kann ich sagen, für alle, die gerne Bantico geguckt und quasi verfolgt haben. Bantico ist Bantico.
Ja, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich trotzdem hier mit euch dann gemeinsam die Felder zu beackern. Und wir werden den Schwierigkeitsgrad normal machen, dass wir auch mal ein paar Fahrzeuge holen. Ich habe ja Bantico normal, ja, leicht gemacht, um einfach so viele Fahrzeuge wie möglich aus der Zeit der DDR zu zeigen. Hier wird es auf jeden Fall keine Mods geben, weil das Problem ist, wenn ich mit euch zusammenspiele, dann ist es ein ewiges Hin und Her. Wer hat den Mod, wer hat den anderen Mod? Deswegen lassen wir das einfach, ja, add-on Vanilla. Und das ist auch ganz gut so. So. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich im Multiplayer Fahrzeuge fahren lasse, weil die sind ja dann auch osteuropäisch angehaucht. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. So, jetzt nochmal zu den Leuten, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie kann ich mitmachen? Ganz einfach, wir fahren erstmal in diese Stadt rein, dass es nicht ganz so laut ist. Stellen wir uns in den Zollcruiser und dann werde ich euch das mal erklären, weil dazu brauche ich auf jeden Fall den Zollcruiser. Weil der hat natürlich eine besondere Aufgabe. So, wir fahren jetzt einfach mal an diesen Obelisk hier ran, an diesen kleinen. So. Schön. Steigen wir mal aus. Da ist er. Schöner Trecker, muss ich ehrlich sagen. Schön gestaltet. Also, da können die Mod-Freunde schön agieren. Irgendwie haben die auch mal was erzählt, dass der Grafikstil noch ein bisschen angehoben wurde. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Naja. So, warum mache ich das auch gerade mit den Zollcruiser? Weil, ihr wisst ja, Maximus hat ja nicht so viel Zeit. Und deswegen habe ich Zollcruiser so an die Aufgaben rangeführt, dass er derjenige ist, der ja, Community Manager ist quasi, ja, von dieser Map. Es wird alles, also ich hoste das immer, aber die Auswahl, wer mitspielt, das macht der Zollcruiser. Und der Zollcruiser hat sich auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie man das eventuell machen kann. Und kann ja mal ein bisschen was erzählen, was er so für Gedankengänge hat, dass ihr hier mitspielen könnt. Los, Zollcruiser, du bist am Start. Ich bin am Start. Ja, zum einen, wir wollen jetzt natürlich ja, eine Auswahl treffen von Leuten, die halt wirklich ja, mitmachen wollen, sich hier auch anstrengen und ja, wie machen wir das? Wir machen das so, das hat der Maximus schon mal gesagt, wir laden bestimmt nicht jeden Hinz und Kunz ein, sondern wir wollen, dass ihr zeigt, dass ihr wirklich wollt und Einsatzbereitschaft zeigt. Das heißt, entweder wenn ihr zum Beispiel kleine YouTuber seid, könnt ihr vielleicht ein kleines Vorstellungsvideo machen, wie ihr euch das so vorstellt? Oder vielleicht habt ihr sogar schon eine Map, wo ihr ein bisschen zeigen könnt, ein bisschen über euch labert. Und ansonsten könntet ihr mich einfach anschreiben unter Facebook und euch da so ein bisschen vorstellen. Und dann machen wir irgendwann mal ein kleines Treffen im kleineren Kreis im Teamspeak, holen sehr wahrscheinlich den Maximus noch mit dazu. Und dann sprechen wir uns ein bisschen ab und dann gucken wir einfach, ob das so passt. Weil wir einfach. Ja, wenn wir zwei, sag ich mal, die Sachen aufnehmen, wir wollen natürlich nicht irgendwelche Leute immer dabei haben, die nur dazwischen quäken oder sonst irgendwas. Und deswegen müssen wir da schon ein bisschen den Willen von euch sehen und die Disziplin. So, das ist schon mal so das Erste. Genau, wir wollen jetzt nicht den militärischen hier raushängen lassen, aber es bedeutet auch, Zulkusa ist derjenige, der den Teamspeak managt, ja, das ist sein Teamspeak und deswegen muss ich mich auch ein bisschen unterordnen, sage ich jetzt einfach so, und nicht jeden einfach hier so rauflassen, wo ich jetzt sage, okay, der gefällt mir, komm her, ja. Zweitens ist es für mich eine Arbeitserleichterung, wenn ihr Ellen ja schon mal ein bisschen Vorauswahl treffen kann und nicht nur die Leute wegen mir auf den Teamspeak kommen. Ja, komm, lass uns einfach mal in den Trecker hier fahren Oh, und dann werden Trecker. wir Trecker. Komm, Trecker-Wechsel hier. Komm. Ach Ich so, gut, alles klar. will den anderen auch. Treckerwechsel. Ja, oh Gott, jetzt kann ich ja halt diesen Kleinen hier fahren. Aber dann will ich immer den alten fahren, ja? Ja, aber dann will ich den alten fahren. Ja, fahr mal vor. Ich weiß nicht, wo du Ja hin gut, willst. ich fahre einfach mal ein bisschen vor. Oh, hier, Miezekatze. Piep, piep. Auf jeden Fall wird es dann halt so sein, dass Zulkusa, wie gesagt, ihr schreibt den einfach an oder macht einfach mal ein kleines Vorstellungsvideo, weil es ist ja auch so, dass es Chemie muss passen. Ja, man möchte auch nicht zu sehr gestört werden, wo denn jeder irgendwo sagt, das und das wird gemacht, weil im Endeffekt bin ich hier der Oberbauer und
Ich gebe dann quasi die Fahrzeuge aus. Ihr könnt natürlich dann mitentscheiden oder auch die Community kann mitentscheiden, was wir für nächstes Fahrzeug eventuell kaufen sollen. Und dann passt das dann auch, ja. Muss ich ehrlich sagen, wenn das passt, dann wird das so sein, dass wir an einem bestimmten Tag, wird der Soul Cruiser das entweder macht, er ein kleines Infovideo auf seinem Kanal hier, dann und dann geht's los. Ja, also solltet ihr einfach mal auch bei Soul Cruiser immer so ein bisschen das wachsame Auge machen, weil ich definitiv nicht so die Zeit habe. Ich werde den Soul Cruiser sagen, pass auf, Freitag, die Uhrzeit, hätte ich Zeit, lass uns da treffen und dann machen wir einfach wieder ein paar Parts. So sieht er aus. Diesem, ja, von diesem Multiplayer. Und ihr könnt auch bei Soul Cruiser unter diesen, weil er nimmt es jetzt auch separat auf, könnt ihr auch schon mal so kleine Bekundungen machen. Hey, ja, ganz interessant, weil er das dann alles managt. Wenn ihr das unter mein Video runterschreibt, dann ist alles schön, freue ich mich auch drauf. Aber dieses Feedback und Auswahl, Vorauswahl, das macht dann auf jeden Fall Soul Cruiser. So, Hühner genau. Sind hier auf der Seite und lass uns einfach mal... Dein Trecker ist 1000 Mal schneller als meiner, ey. Ja, ja. Ich muss erstmal halt so, aufholen, hier. Hier kann ich auch tanken, wenn ich Lust habe. Finde ich sehr schön, ja. Ist jetzt keine Revolution, die Map, muss ich sagen. Oh, sieht aber schon schick aus. Aber so das in den Osten hier reinzubringen, wo Russland etc., weil natürlich auch viele Leute aus dem ja, osteuropäischen Raum den Landwirtschaftssimulator spielen. Ja, ja. Und die Mods kommen ja, ne? Merkt man ja schon bei so Spielen wie ETS und so, die Mods kommen halt fast alle so aus dem Ostblock, sage ich jetzt mal. Ja, zum Beispiel beim Eurotag-Simulator Jazzy Cat, der einen Großteil der Mod-Pakete für, sag mal, nicht für mich macht, aber für uns alle. Oh, hier ist ein Spielplatz. Schön, dann können wir ja nachher noch eine Runde spielen. Ja, Mann. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Russe. Wenn ich da falsch liege, ab in die Kommentare, dann, ich wäre ein bisschen schlauer. Aber wie du schon gesagt hattest, ne, dass die Leute dann hau ich halt so irgendwie ein Infovideo raus, wenn du mir zum Beispiel sagen würdest, ja, wir wollen dann und dann was machen, dann hau ich mal einen raus und wir können halt auch nicht immer, je nachdem, wir müssen auf die Verbindung gucken von Maximus, wenn er hostet. Wir können jetzt nicht direkt in einmal hier die ganze Map voll machen. Ich denke, da müssen wir antesten. Also ja. Erst ein, zwei Leute, dann vielleicht mal gucken und da bittet man halt auch um Verständnis, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ne? Wenn wir jetzt vier Mann einladen und das läuft nicht, dann muss man halt auch einsehen, dass man dann mal ein andermal drankommt. Und ja, um dann halt diese Infovideos nicht zu verpassen, könnt ihr bei mir den komischen roten Knopf da drücken, dann kriegt ihr die Sachen auf jeden Fall mit, weil die kommen dann bei mir. Genau. Und ja. Das ist eine Arbeitsteilung, weil ihr wisst ja, Maximus ist berufstätig, er ist viel unterwegs, hat nicht so viel Zeit und wenn ihr quasi dann trotzdem noch ein bisschen Content haben wollt, dann müssen wir alle ein bisschen so zusammenrücken und miteinander arbeiten. Und wenn das Projekt auf jeden Fall gut läuft, ja, das kann durchaus sein, dass wir hier 10, 20 Folgen bringen. Oh, hier ist die BGA, ne, für alle, die es interessiert. Und ich hätte bei Bantico nie damit gerechnet, so 10, 15 Folgen, dann war eigentlich für mich so die Idee, das wird dann Ende sein. Wir können ja jetzt nebenan erfahren eigentlich, ne? Ja, ich hol mal auf hier, ich zünd mal Nos. Ja, genau. Falsches Spiel, ey. Kein Need for Speed, ne? Nee. Und auf jeden Fall sind dann 60 Folgen rausgeworden. Es hätten durchaus noch mehr Folgen werden können, aber naja. Ihr wisst ja, es ist alles nicht so. Also ist bei euch halt verdammt gut angekommen, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, weil ihr auch so tatkräftig auch Kommentare mich unterstützt habt als kleinen Nichtbauern und nicht Bauern jetzt als ja, Schimpfbegriff oder ja, abwertenden Begriff zu sehen, ja. Ich bezeichne mich selber manchmal als Bauern, obwohl ich davon keine richtige Ahnung habe. Aber wie gesagt, ihr habt mich quasi so unterstützt. Das soll dann wie so ein kleines Dankeschön an euch sein, dass ihr auch mitmachen könnt. Ja, natürlich mit diversen Auflagen, ja, die man auch erfüllen sollte. Ihr müsst das auch verstehen. Ne? Muss schon irgendwo die Chemie passen. So, fahren wir erstmal hier lang. Ja. Gucken mal, was hier los ist. Und dann fahren wir zurück. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, und da fängt es schon mal an. Maximus schon wieder. Ja. Und ihr merkt schon, wir haben erstmal nur die drei Fahrzeuge.
Das könnte durchaus sein, dass wir einfach nur mal so zusammenspielen und die anderen fahren erstmal ein bisschen rum. Es wird auch bald soweit sein, dass Maximus eine bessere, ja, Leitung hat. Dann sollte das doch ganz gut klappen, dass die 5, 6, 7, 8 oder 10 Leute miteinander spielen. Werden wir ja mal sehen, wie das dann funktioniert. Ach, hier können wir schon. Ach, guckt euch mal die Gebäude an, ey. Schön. Also Ja, für die. will ich jetzt nicht unbedingt drin wohnen, aber auf jeden Fall für die Map echt gut, ja. Die Ja. Gewächshäuser sehen auch richtig geil aus, so. So, jetzt sind wir hier lang gefahren. Ja, haben wir Wir waren jetzt Trecker. über Acker. Wir Ja. hätten hier bei den Gras, da finde ich bei Bantico schon noch ein bisschen besser. Aber man muss natürlich auch immer gucken hier auf die Performance. Gut, die Sträucher und alles. Ja, ist doch, Ich finde ja, das schön. Wasser schick. Ja, Wasser ist wirklich schick. Hier muss Muss ja hier. irgendwo dieser Stausee da sein, ne? Ich weiß noch gar Ja. nicht, wo das war, ey. Aber sieht Wo auf jeden Fall jetzt gut überhaupt aus. zurück? Oh, jetzt gucken wir mal die Physik an. Oh mein Gott. Aber Ja. am Fahrverhalten haben die ein bisschen gearbeitet, möchte ich beide sagen. Ist jetzt nicht mehr so extrem. Das sieht nicht mehr so ruppig aus, ne? Ja, das ist wirklich harmonisch jetzt, wenn ich lenke. Ja, finde ich auch. Haben die ein bisschen Also weicher gemacht. ein bisschen weicher und nachvollziehbarer. Das Lenkrad, wenn du aus dem Cockpit sich das Lenkrad bewegst, das sieht immer noch so zappelig aus, aber das Lenkrad, der Ja. Einschlag ist nicht mehr so von außen. Ja. Ja gut, wäre schlecht, wenn sie nichts machen, ne? Das Add-on hier kostet ja nun mal auch was und dann sollen die auch mal ein bisschen was an der Technik feilen hier. Genau, also ihr könnt auch nur mitmachen, wenn ihr dieses Add-on habt, ja, also. Genau, Gold-Status approved. Das ist halt wichtig. Ja. Ich glaube, so jetzt so 15 Euro und dann habt ihr das ganze Ding. Aber wer das Spiel mag, Fahrzeuge möchte, sind ja wie gesagt 20 neue Fahrzeuge. Ich kann ja noch ganz kurz mal ins Menü gehen. Dann gucken wir uns mal drei, vier Fahrzeuge an. Ich will es jetzt nicht zu lange machen, weil wir das ja alles gemeinsam erleben wollen. Was ist denn das für ein Ding? Ah, hier muss ich nochmal ran. Ja, fahr mal, du bist ja eh schneller. Ich komme ja hinterher geprätzelt, ey. Ach, hier, Holz. Warte, Aha. bin gleich da. Hier, Heizkraftwerk. Da können wir unser Hackschnitzel hinschmeißen. Hackschnitzel! Hau da raus. Herrlich, schön. Ey, das ist wirklich wie bei den Russen. Ja, Herrlich. das war ja so geplant. Ein bisschen wirken so die Gebäude wie bei Miscreated, ey. Ja, auf jeden Fall. So, wo geht's denn jetzt eigentlich zurück zu unserer. Ja, mach die Map auf und guck. Na, ich habe ja jetzt das ausgestellt alles. Ach, da vorne ist Globo. Ach, da vorne. Komm, wir fahren da einfach jetzt übers Acker. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen rummeckern. Wir werden uns auf jeden Fall dann bemühen, nicht so querfeldein zu fahren. Ein Feld ist auf jeden Fall bestellt. Finde ich zum Anfang super. Bei Bantico waren ja alle bestellt. Den konnte ich ja dann, ja, erstmal alle abernten, ne? Also auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel haben wir dann 5000 Euro. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen, wo wir dann die ersten Arbeiten erledigen. Und Ziel ist auf jeden Fall, das immer so mit jemandem, mindestens mit einem noch zusammenzuspielen. Ja, sonst wird hier nichts kommen. Ja, das ist erstmal Fakt. Und dass wir dann so eine Gruppe sind von 4 bis 6 Mann. Ja, dass wir uns dann vorher erstmal so hinstellen hier, so ein kleines Bauerngespräch und dann geht's rund. So, jetzt mal raus hier und bremsen tut er hoch. Schön. Dreckig wird er auch. Herrlich. Na, wo ist er denn, der Sulkusa? So, gehe ich einfach mal ins Menü. Da gehen wir mal ganz kurz bei den Dröschern rein. Und die gewohnten Fahrzeuge. Ja, und hier sind die neuen. Ja, sind russische Dröscher. Ja, auch zwei unterschiedliche. Also, die sind fast gleich. Der eine ein bisschen größer wie der andere. Der noch ein Häcksler. Das ist sehr interessant. Gehen wir mal wieder zurück. Wir sehen auch hier LKW. Ist ein Tatra. Ist natürlich günstiger wie der MAN. Und der Tatra ist auch wirklich gut umgesetzt. Auch der Motorsound, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Dann, Und der ja, ist auch die billiger als gewohnt. der MAN, ne? Ja, der ist auch billiger. Dann haben wir die Trecker, die gucken wir uns noch ganz kurz an. Wo haben wir den? Das wäre schön, wenn die an diversen Fahrzeugen hier immer noch so eine kleine Ecke ranmachen und man sieht, ah, das ist aus den Add-on etc. Das wäre schön. So, da haben wir ja den C-Tour, ne? Das sind Vier Stück. drei, vier Stück. Vier Stück, ja. Ach, 4
Vierer, hier ist ja noch so ein großer. Genau. Und hier der für 98.000, der wäre auf jeden Fall interessant, weil der vorne die Möglichkeit hat, was ranzubauen. Ja, hier so ein, was weiß ich, hier ran. So, guck mal, was noch so Schönes hier gibt. Ja, und dann halt hier noch ein Anhänger, war auch glaube ich noch was gewesen, der steht aber schon draußen. Also drei Häcksler sind, also Erntemaschinen sind, also Trecker 4, Erntemaschinen sind drei neue. Ich habe gerade ein bisschen rausgesäppt, ich muss da mal vorlesen. Ja. Schneidwerke sind auch 6 Stück neu reingekommen. Alle von der Firma Rotzelmasch und ja, den LKW hatten wir schon. Ein Anhänger, ganz normal, zum Beladen von Heu und Co. Dann haben wir noch einen Grubber, ach, den ganzen Kleinkram ist neu und wir haben den Niva dabei. Ich denke, den Niva als Vorbesteller müsstest du auch noch irgendwo dabei stehen haben. Ja, irgendwo, vielleicht finde ich den jetzt so ganz schnell. Das wird bei den Sonderfahrzeugen sein. Wir mal schauen, ob ich den finde. Wir wären auch auf der Karte, die ist ja auch geeignet für Holz. Ja. Auch, können wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen Holzarbeiten machen. Und ja, ich muss mal schauen, wo ich den Niva habe. Das ist so ein ganz kleines Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, wo ich den finde. Der Niva. Ja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo ich den jetzt hier Hast du finde. denn das Add-on angehabt? Das ist auch immer so ein Ding. Der Niva-Add-on musst du halt beim Starten auch anhaben, ne? Sonst steht er hier nicht drin. Da müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall haben wir den als Vorbesteller mit dabei gehabt. Also ich habe ihn auf jeden Fall drin. Das ist halt noch so ein mini-kleiner Häcksler. Da kann dann einer eine Wiese mit abhäckseln gehen oder was Genau, weiß ich. weil wir wollen ja auch so eine kleine Mini-Aufgaben machen und das bedeutet, dass ihr denn, dass einer da abgestellt wird, der muss dann halt Gras mähen und etc., ne? Ja. Und für alle, die denn auch einen kleinen YouTube-Kanal haben, können gerne nicht einfach so ein Video aufnehmen, einfach uns sagen, hey, pass auf, wie sieht's aus, könnte ich jetzt ein Video aufnehmen, etc. Das ist alles kein Problem. Da sind wir die Letzten, die Nein sagen, aber vorher mal ein bisschen fragen und dann sollte es. Ja, seinen Weg gehen. Ja, das sollte erstmal die kurze Vorstellung sein von dieser Karte hier. Doch sehr hübsch gelungen. Und ja, unsere auf jeden Fall neue Community Multiplayer Karte. Ja, für alle, die ja das DLC denn haben. Ja, dann könnt ihr ja sagen, kannst mich ja jetzt mal greifen. Hey, wo willst du hin? Nein. Ja, das Ja. soll es dann aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich erstmal. Ihr wisst jetzt Bescheid. Soul Cruiser einfach mal ein bisschen nerven, wenn ihr Lust dazu habt. Genau. Und dann werden wir hier schön in Russland Erntemaschinen schwingen lassen und das Imperium aufbauen. Ne? Genau. Und Ja, immer mit dran dem denken, Boot. mich nerven und nicht den Maximus, sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Ne? Sonst, Und wenn ihr ihr ein wisst kleines schon, Video bald. macht oder so, immer bei mir Facebook, die Links sind ja da. Einfach mal posten, könnt ihr ja als nicht gelistet so Videos machen oder Sachen und ja. Ja, ihr könnt es doch offline machen, dass jeder es sieht und vielleicht habt ihr ja eine Community, die denn mitmacht. Aber könnt auch, wenn ihr, nochmal ganz kurz, ne, wenn ihr auf jeden Fall dabei seid, ja, heißt es das nicht, dass wir nur den Landwirtschaftssimulator spielen. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viel andere Spiele. Aber ja, dazu kommen wir dann irgendwann mal, wenn wir hier im Gespräch sind, ne, mit euch. Also, mit den Worten machen wir Bede im Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.